Klar. Eine Lithium-Batterie. Oh, Moment mal. Die nehmen wir natürlich mit. War ja klar. Alter, der will nicht sterben. Danke. Und jetzt weg. Alter, wo bist du schon wieder? Barry. Können wir gerne weiterspielen, Jungs. Okay, von mir aus von da hinten. Geht doch. Das ging uns voll auf die Leute. Voll in die Füße geschossen. Penner. Immer diese miesen Heckenpenner. Barry sagt sich da unten, ich bin schon mal weg. Hier ist der Flash. Nehmen wir hier auch gleich wieder was mit. Erstmal mitnehmen. Das kann nicht schaden. Okay, Flash. Das brauchen wir. Mal ein bisschen nachfüllen. Und können wir es trotzdem noch auffüllen? Nein, wir haben immer noch ein Gegenstandslimit erreicht. So, Barry, jetzt muss ich dir wohl die Ohren lang ziehen, du alter Lutscher, du. Ich glaube, wir könnten hier durch, ja. Wo bist du überhaupt? Wo ist er denn? Hier ist ein Hühnerstall. Warum immer hier ein Hühnerstall ist, in dem wir rein können. Aber wo ist Barry? Barry, wo bist du? Da kommen wir nicht durch. Also muss er hier lang sein. Ihr Miesen. Aua. Oh, shit. Oh, der hat er uns. Ach, Mann. Hier kommen wir echt nicht lang. Wir müssen da hinten rum. Alles klar. Oh. Da sehe ich gerade. Die holen wir nochmal runter. Nice. Schausteller. Dann warten wir noch kurz, bis die Batterie wieder voll ist. Um
Und diesen Lulatschen da hinten ordentlich. Naja, zu widmen. Gucken wir mal hier lang. Was haben wir hier? So. Da kommen wir auch nicht lang. Und. So. Schnell, schnell, schnell weg hier. Zack, 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 zack. Okay. Und komm schon, Junge. Entschuldigt, wenn ich immer dann so ins Mikrofon brüllen sollte. Das hat ganz gut geklappt mit den Kabeln hier. Schön. In die Eier. Und Kopfschuss. Kopf und beide Eier weg. Schön. Warum muss eigentlich Barry immer weg, wenn man ihn braucht? Das ist mal eine gute Frage hier. Der wir uns echt finden. Wie ist er hierher gekommen? So. Erstmal nachladen. So, alles nachgeladen, sehr gut. Wow, diese alten Knacker hatten echt was am Laufen. Weißt du was, Herr? Wenn wir hier lebend rauskommen, werde ich die vermarkten. Ja, ich verkaufe dieses Zeug online, leih reine Fernsehshow an und bringe eine neue Single raus. Barry, das lass mal lieber. Ah, viel Glück damit. Hey, du findest für uns einen Weg nach draußen. Ich sehe mir das Zeug mal. So, die Tür war von der anderen Seite aus versperrt. Ich musste einen anderen Weg finden. Alles klar, treten wir die Tür ein. Wir sind immer ein Manly McMahon. Die Silo-Tür für Barry öffnen. Wieso müssen wir die für Barry öffnen? Warum öffnet Barry die nicht für uns? Sei vorsichtig, Al! Ist der Plan, Digga. Ist der Plan. Ich hab nicht vor, hier oben drauf zu gehen. Aber ich hab vor, hier ordentlich meine Muni einzusammeln. Und das werden wir dann auch tun. Alles okay, Al? Nope. Alles klar. Halt die Augen offen, ja? Lüg doch nicht. Ich war gerade ein Fettwanz, der dich umbringen wollte. Gerade einen Haufen Muni gekostet. So. Okay. Hier scheint nichts zu sein, das heißt, wir klettern hier hoch. Unten ist der gute alte Pat. Hm, ein paar Batterien. Die nehmen wir erstmal mit. Hochleistungstaschenlampe nehmen. Natürlich, immer mit daher. Immer was mitnehmen. Und wir hören uns den guten Pat nochmal an. Mal sehen, was er zu sagen hat. Wie die regelmäßigen Zuhörer unter euch wissen, arbeite ich häufig mal die Nacht durch, aber da bin ich nicht der Einzige. Die Deputies Mulligan und Thornton nehmen sich ein paar Minuten ihres hektischen Terminplans frei, um sich hier zu mir zu gesellen. Deputies, wie beschäftigt sind Sie gerade? Ich meine, das Hirschfest steht quasi vor der Tür. Ich wette, das hält Sie auf Trab. Ziemlich, ja.
Ehrlich gesagt, Pat, wir hatten einige andere Sachen um die Ohren. Aber das ist doch eine laufende Ermittlung. Deshalb können wir darüber noch nicht reden, Thornton. Ich wollte auch nicht sagen. Ich wollte nur erwähnen, dass wir auch andere Eisen im Feuer haben. Und wie würden Sie Ihr Pensum mit dem vom letzten Jahr vergleichen? Mir kommt es derzeit recht friedlich vor, aber die Menschen werden zu dieser Jahreszeit gerne etwas wilder. Oh, und wie, Pat? Es ist ziemlich wild. Es gab jede Menge Probleme dieses Jahr. Vandalismus, eine ganze Menge Menschen sind verschwunden. Ja, es ist im Großen und Ganzen das übliche, Pat. Nur wissen Sie eine ganze Menge mehr davon. Kommt es nur mir so vor oder wird auch das Hirschfest mit jedem Jahr wilder? Die Leute wirken noch betrunkener oder sie fangen früher an, sind jünger. Ich bin definitiv nicht nur jeden Tag, aber... Ich bin gerade... Wow, was für eine Aussicht. Auf der anderen Feldseite sah ich das Gebäude, das das Haus der Andersons sein musste. Es war nicht weit weg. Ich machte mir keine Sorgen um die Streifzüge von zwei ausgebrannten alten Typen. Die hatten das Gebräu. Schon wieder Manny McMahon. Ein Mähdrescher. Erstmal öffnen. Revolver, Schrotflinten und Jack. Ja. Sehr schön. Okay, ich befürchte, der gute Kumpel hier wird uns nochmal angreifen. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch mein Gedanke gewesen. Was ist dein Problem, Digga? Was ist dein Problem, Junge? Den haben wir doch ganz gut weggeklatscht. Oh Mann. Was wollt ihr denn jetzt hier? Von hinten. Ernsthaft. Der kann schlucken, der kann richtig gut schlucken. So. Die frisst zwar ordentlich Batterien hier, die große Funzel, aber die macht dafür auch ganz gut Licht. Das kann ich nicht anders sagen. Und ein paar Batterien haben wir auch noch gekriegt. Ich dachte, wir sollen die Tür für ihn aufmachen. Wie soll ich denn da rüberkommen?